Ich möchte Ihnen gerne so ein paar allererste Maßnahmen aufzeigen, die Sie unternehmen sollten, wenn Sie diese frisch gebackene Ilias-Installation jetzt zur Verfügung haben. Das findet sich alles, was ich jetzt bespreche, in dem Menü Administration. Wenn Sie in Ihrer eigenen Ilias-Installation eingeloggt sind, können Sie das heute auch gleich unmittelbar mitmachen. Ich selber werde auch auf so einer Ilias-Installation arbeiten und habe also hier auch in meiner Kopfleiste so ein Menü Administration, das zugegeben sehr, sehr umfangreich ist, aber keine Sorge, wir werden uns da heute nur mit sehr wenigen Dingen davon befassen. Eine Sache, die Sie wirklich ganz, ganz zu Beginn schon machen sollten, ist ein Impressum einzustellen. Denn laut Medienstaatsvertrag braucht jede Website ein Impressum und Ihre Ilias-Homepage oder Ihre Ilias-Seite ist eben auch eine Website. Sie finden das in dem Eintrag Allgemeine Einstellungen. Ich öffne das mal hier auf meinem Bildschirm. Und üblicherweise unterteilen sich die Ansichten in Ilias zunächst mal in Reiter, so nennen wir diese Dinger hier. Und auch die Reiter sind oft nochmals unterteilt in Ansichten. Hier finden Sie in dem ersten Reiter, der automatisch sich geöffnet hat, eine Ansicht Impressum. Wenn ich da reinspringe, sind mal wieder verschiedene Reiter da. Es gibt den Reiter Seite, wo ich einfach mal sehen kann, wie sieht das dann nachher aus. Und es gibt den Reiter Bearbeiten. In diesem Reiter Bearbeiten haben Sie den sogenannten Ilias-Seiteneditor zur Verfügung. Das ist ein Werkzeug, das Sie in Ilias an verschiedensten Stellen immer wieder kennenlernen werden. Und hier stecken solche Möglichkeiten drin, wie beispielsweise Text oder Medien einzufügen, zu kombinieren. Und ich denke, bei so einem Impressum ist es wahrscheinlich ausreichend, mit dem Elementtyp Text zu arbeiten. Wenn ich hier auf Text einfügen klicke, erscheint vorübergehend oben so eine Leiste mit verschiedenen Formatierungsmöglichkeiten. Ich gebe jetzt hier einfach mal irgendwelchen Text ein. Und wenn ich beispielsweise ein Wort hervorheben möchte, habe ich hier sogenannte Zeichenformate. Die nennt man also so, weil ich sie auch einzelne Zeichen anwenden kann. Das Gegenstück dazu sind die sogenannten Absatzformate. Das würde also immer alles betreffen, was ich in so einen Textabsatz reinschreibe. Hier zum Beispiel das Format Achtung. Ich kann jetzt hier einfach speichern und zurückkehren. Das heißt, ich würde aus diesem konkreten Textabsatz rausgehen und wieder auf der Seite sein. Ich kann aber auch gleich speichern und den nächsten Absatz einstellen. Und der funktioniert dann genauso, wie Sie das gerade schon gesehen haben. Speichern und zurückkehren, wie gesagt, bringt mich zurück auf die Seite. Ich bin im Reiter Bearbeiten und im Reiter Seite kann ich mir im Original dann mal anschauen, wie das aussieht. Dieses Impressum ist sowohl dann sichtbar, wenn man eingeloggt ist, so wie bei mir hier unten in der Fußzeile, als auch wenn man noch nicht eingeloggt ist, nämlich auf der Startseite, auf der Login-Seite. Und das bitte ich Sie einfach aus rechtlichen Gründen gleich zu Beginn schon mal zu machen. Sie bekommen das sicherlich von Ihrer Schulleitung, die hat ja wahrscheinlich bislang auch schon eine Website und dafür ein Impressum. Bitte das nicht lange aufschieben, damit Sie keine rechtlichen Risiken eingehen. Eine andere Sache, die ebenfalls sehr wichtig ist, die wir Ihnen sehr empfehlen, besteht darin, eine sogenannte Nutzungsvereinbarung einzustellen. So eine Nutzungsvereinbarung ist vor allem dazu gut, um die Benutzer darüber zu belehren, was eigentlich alles an Informationen über sie gespeichert wird in diesem System. Sie können das in dem Bereich Administration Nutzungsvereinbarungen einstellen. Dort können entweder einfache Textdateien hochgeladen werden oder auch HTML-Dateien. Ja, aber auch wenn Sie sich mit HTML nicht auskennen, es reicht, eine Textdatei hier hochzuladen. Auch das zeige ich mal kurz in dem System, in dem ich gerade eingeloggt bin. Ich mache also wieder Administration auf und habe hier einen Punkt Nutzungsvereinbarungen. Momentan haben wir das so eingestellt, dass die Nutzungsvereinbarungen noch nicht aktiviert sind.
weil ja noch gar keine vorliegen. Aber hier können Sie eine oder im Prinzip sogar mehrere Nutzungsvereinbarungen hinterlegen, indem Sie hier ein Dokument hinzufügen. Ich mache das mal mit irgendeiner beliebigen Textdatei. Und ich muss dem Ganzen auch einen Namen geben, einfach darum, weil es eben auch mehrere Nutzungsvereinbarungen geben kann. Das werden Sie gleich sehen. Man könnte theoretisch unterschiedliche Dokumente einstellen für Schüler oder für Lehrer. Nenne das jetzt aber einfach mal Nutzungsvereinbarung, weil vermutlich werden Sie ja doch für alle ein und dasselbe Dokument einstellen. Ich kann mir dann hier, sobald das hochgeladen ist, auch nochmal anschauen, wie würde das jetzt momentan aussehen. Hier gäbe es eben die Möglichkeit, Kriterien zu formulieren. Wem soll denn welche Nutzungsvereinbarung vorgelegt werden? Lassen wir jetzt der Einfachheit halber mal weg. Und wenn ich zurückkehre in den ersten Reiter, wo ich ursprünglich gelandet war, dann kann ich hier jetzt eben die Nutzungsvereinbarung aktivieren. Das bedeutet, wenn man sich zum ersten Mal einloggt oder wenn man sich das nächste Mal einloggt, muss man eben so eine Nutzungsvereinbarung abzeichnen, davor natürlich möglichst auch durchlesen. Und das ist also aus rechtlichen Gründen eben auch sehr wichtig, dass Sie das nicht lange aufschieben. Eine dritte Sache möchten wir Ihnen stark empfehlen oder Sie vor allem auch darum bitten, nämlich dass Sie Kontaktinformationen einstellen. Auch das findet sich in dem Bereich Administration allgemeine Einstellungen. Insbesondere können Sie dort definieren, wer als technische Betreuung angegeben ist. Wir bitten Sie darum sehr stark darum, das zu machen, weil sonst die ganzen Support-Anfragen oder Problemanfragen bei der Ilias-Community ankommen. Wieder zurück in Ilias öffne ich also wieder das Menü Administration, habe hier eine Ansicht wieder allgemeine Einstellungen. Wir waren schon drin, waren zuvor im Impressum direkt daneben, haben Sie die sogenannten Kontaktinformationen. Das ist also sozusagen einfach nur, wer ist denn zuständig, wer ist ansprechbar für diese Installation. Den Namen Ralf Schenk hier, das ist ein Kollege von uns, der uns hilft, diese ganzen Systeme hier einzurichten. Da würden Sie dann eben zum Beispiel die Namen und den Vornamen des Verantwortlichen eintragen. Und ganz wichtig, hier unten eine technische Betreuung. Wichtig ist hier, dass Sie nicht irgendeine Mailadresse oder sowas reinschreiben, sondern einen Benutzernamen. Ja, jeder Benutzer hat ja in Ilias einen Namen, mit dem er sich einloggt. Und ich bin hier beispielsweise der, ja, im Zweifel wäre das eben zum Beispiel der oder diejenige, die bei Ihnen technische Anfragen entgegennimmt. Sobald ich das eingetragen habe, gibt es eben hier unten in der Fußzeile einen weiteren Link, technische Betreuung kontaktieren. Das bringt mich dann zu der sogenannten Visitenkarte dieser Person. Momentan steht da natürlich nur der Benutzername, aber da könnte auch eine Telefonnummer oder dergleichen hinterlegt sein. Diese drei Sachen sind also besonders wichtig. Auch ein paar andere Dinge hier in den allgemeinen Einstellungen möchte ich Ihnen gerne noch kurz zeigen, damit Sie Ihre Installation ein bisschen besser auf Ihre konkrete Schule ausrichten können. Sie können dort einen sogenannten Kurztitel angeben. Sie werden feststellen, wenn Sie in Ihrer Installation sind und mal oben auf den Browser-Tab schauen. Ja, es gibt ja eventuell mehrere Tabs. Ich zeige das mal hier an einer anderen Installation. Hier oben gibt es ja den Browser-Tab. Und was da drauf steht, das können Sie also selbst auch definieren, indem Sie einen Kurztitel eintragen. Und der findet sich dann in der allerersten Ansicht der allgemeinen Einstellungen. Hier ist der Kurztitel bislang einfach nur Schule. Da würden Sie dann zum Beispiel eine Abkürzung Ihres Schulnamens eintragen. Bedenken Sie immer, auf diesem Browser-Tab ist ja gar nicht so besonders viel Platz. Eine andere Möglichkeit, die momentan nicht relevant ist, ist diese sogenannte Installationsüberschrift. Wir haben hier in dieser Vorlage es so eingerichtet, dass hier oben drüber
keine Überschrift steht. Da könnte also auch eine sein, aber in diesem Layout, das wir bereitstellen, ist es egal, was da drin steht. Man kann das natürlich schon mal eintragen, sollte sich daran später mal was ändern, aber momentan hat es keine Auswirkung. Und schließlich noch ein letzter Punkt bei den allerersten Maßnahmen, nämlich die Gestaltung der Login-Seite. Momentan ist es so, das zeige ich vielleicht mal kurz, wenn ich das ganze System hier mal in einem neuen privaten Fenster aufmache, dass ich auf der Login-Seite lande und hier ja noch nicht allzu viel Information habe. Diese Login-Seite können Sie also auch gestalten. Da könnten irgendwelche Informationen draufstehen. Übrigens nicht nur Text, da können auch Multimedia-Inhalte drin sein, wie Bilder. Und da könnten übrigens auch zeitgesteuerte Inhalte sein. Wenn Sie heute oder diese Woche gezielt auf etwas hinweisen möchten, dann kann man das dort machen. Ich zeige auch das kurz. Das findet sich jetzt in einem anderen Bereich der Administration, den wir bislang noch nicht gesehen haben, namens Authentifizierung Neuanmeldung. Hier geht es also darum, wie kann ich mich einloggen und ähnliche Dinge. Und hier haben Sie eben auch eine Ansicht namens Login-Seite gestalten. Und hier finden wir, wenn wir dann über Bearbeiten hier reingehen, wieder diesen Ilias-Seiteneditor, den Sie vorhin im Impressum schon gesehen haben. Nicht wundern, dass es diese Zwischenansicht gibt. Ilias könnte ja in sehr vielen verschiedenen Sprachen auch benutzt werden. In Ihrem Fall ist es ja natürlich völlig ausreichend, wenn Sie das Ganze nur auf Deutsch vorhalten. Und hier haben wir jetzt mal wieder den Seiteneditor. Ich erkenne das immer an diesem Balken mit dem Pluszeichen drauf. Kann also hier neuen Text einfügen. Ich kann auch auf einen Text draufklicken und ihn bearbeiten, um hier zum Beispiel den Namen der Schule einzutragen. Und diese etwas kryptischen Dinge hier unten müssen Sie nicht weiter beachten. Das sind im Grunde die Stellen, wo dann die Felder für Benutzername, Passwort und Ähnliches auf der Seite erscheinen. Hier unten schließlich haben wir noch ein Bild. Das können Sie auch gerne erstmal so behalten, könnten aber prinzipiell eben auch eigene Bilder oder Videos oder dergleichen hier auf die Login-Seite packen. All diese Dinge bitte möglichst zügig dann erledigen, ne, weil dann ist Ihre Schule sozusagen fit fürs Ausrollen an die Lehrerinnen und Lehrer bzw. die Schülerinnen und Schüler. Nach diesen allerersten Maßnahmen möchte ich Ihnen jetzt so ein paar strategische Entscheidungen vorlegen, die Sie zu Beginn eventuell treffen sollten. Und zwar betrifft das einmal Entscheidungen, die mit Datenschutz und Sicherheit zu tun haben. Standardmäßig ist es so, dass Ihre Ilias-Installation auch einen öffentlichen Bereich hat, den man also auch ohne Login einsehen kann. Da ist bislang auch noch nicht viel zu sehen drin, aber es sollte Ihnen eben bewusst sein, auch ohne Login kann man gegebenenfalls einen Teil des Systems sehen. Das können Sie beibehalten, das können Sie aber auch durchaus ändern und auch das findet sich wieder in Administration allgemeine Einstellungen, das wir schon öfter geöffnet hatten. Hier haben Sie eben die Möglichkeit zu sagen, ich will einen anonymen Zugriff erlauben oder eben nicht. Mein letzter Stand war, dass das schon standardmäßig eingeschaltet ist. Vielleicht hat sich da aber in letzter Minute auch nochmal was dran geändert. Hier können Sie das auf jeden Fall festlegen. Und damit Sie nicht denken, man sieht dann einfach alles von Ihrer Schule. Es gibt eine bestimmte Rolle namens Anonymous. Und was ich dieser Rolle für Rechte gebe, das definiert, was man in diesem Bereich ohne Login zu sehen bekommt. Stellen Sie sich das etwa vor wie so eine Art Schaufenster Ihrer Schule. Das kann dann wirklich jeder, der die Seite findet, auch sehen. Sollten Sie sich entscheiden, machen wir das oder nicht, kann sicher in dem einen Fall sinnvoll sein und in dem anderen weniger. Das ist eine strategische Entscheidung, die Sie treffen müssen. Eine zweite Entscheidung, die ich Ihnen gerne nahelegen möchte, ist die, ob man den sogenannten Lernfortschritt in Ilias verwenden möchte.
Das ist quasi eine Art Berichtswesen. Es könnte dann also beispielsweise ein Schüler in seinem Kurs sehen, welche Teile des Kurses habe ich denn schon absolviert und welche sind noch offen. Standardmäßig ist es auch tatsächlich so, dass nur jeder Benutzer das für sich selbst sieht. Ja, es gibt also sozusagen kein Berichtswesen, über das die Lehrkraft sehen kann, welchen Anteil die Schüler schon absolviert haben. Denn die Anonymisierung, die hier möglich ist, die haben wir tatsächlich auch schon eingeschaltet. Und Sie müssen sich eben überlegen, ob Sie die eventuell ausschalten möchten, weil die Lehrkräfte den Überblick behalten müssen, wer hat denn was schon gemacht. Allerdings muss ich Ihnen dazu sagen, wenn Sie das dann sinnvoll nutzen möchten, dann reicht es nicht einfach nur, das einzuschalten, sondern dann muss im einzelnen Kurs durchaus auch noch eine gewisse Konfiguration gemacht werden, nach dem Motto, welche der Inhalte sind denn eigentlich relevant für den Lernfortschritt? Aber schauen wir uns zunächst mal an, wo man das ein- und ausschalten kann. Sie haben es in meinem Screenshot gesehen. Das findet sich hier unter Zugriffsstatistiken und Lernfortschritt. Das haben wir also standardmäßig zwar eingeschaltet, aber wir haben hier unten auch die Anonymisierung der Daten eingeschaltet. Und das bedeutet eben, jeder Benutzer kann so einen Bericht nur über sich selbst sehen und nicht über andere. Auch Lehrer können das nicht für ihre Schüler einsehen. Sollten Sie sich da also dazu entscheiden, dass Sie sagen, wir brauchen so ein Berichtswesen, sonst verliert die Lehrkraft den Überblick, wer wie weit schon gekommen ist, dann gäbe es immer noch Möglichkeiten, bestimmte Einschränkungen zu machen. Zum Beispiel, wie oft hat jemand auf etwas zugegriffen? Wie lange haben diese Zugriffe gedauert? Das sind also Dinge, mit denen Sie das Ganze so ein bisschen entschärfen können, sozusagen aus Datenschutzsicht. Es gibt weitere strategische Entscheidungen im Bereich Datenschutz und Sicherheit. Und zwar die Frage, ob Sie eine sogenannte Wer ist Online-Anzeige haben möchten. Das ist also eine Möglichkeit für die Benutzer, sich gegenseitig zu sehen und auch gegenseitig miteinander Kontakt aufzunehmen. Die Frage ist eben, erstmal will man das überhaupt? Und zweitens, nach welchen Kriterien sehen sich die Leute gegenseitig? Ja, im Extremfall könnten sich alle gegenseitig sehen, aber man kann das auch drastisch einschränken. Das befindet sich jetzt in der Administration, in dem Bereich Wer ist Online-Anzeige? Wir haben das erstmal eingeschaltet gelassen und haben das folgendermaßen voreingestellt. Wer in einem Kurs ist, und das werden wir später vielleicht noch sehen, es gibt also in Ilias Kurse, sozusagen die Klassenzimmer könnte man sagen, der oder die sieht über die Wer ist Online-Anzeige alle anderen, die auch Mitglieder dieses Kurses sind. Und zwar egal, ob die tatsächlich gerade eingeloggt sind oder nicht, man sieht dann immer eine Liste der Klassenkameraden sozusagen. Dinge, die wir ebenfalls online und offline erlaubt haben, sind die technische Betreuung. Sie haben das vorhin gesehen, in den Kontaktinformationen habe ich eingetragen, wer ist denn die technische Betreuung? Und diese könnte eben auch über die Wer ist Online-Anzeige jederzeit angesprochen werden. Wir haben dann außerdem noch eingeschaltet zwei verschiedene Modi, die so ein bisschen zusammengehören, nämlich Kontaktanfragen und bestätigte Kontakte. Hier geht es also darum, dass man das wirklich dem Benutzer selbst überlässt, für wen er oder sie sichtbar werden möchte. Zu dem Zweck müsste man also erstmal eine Kontaktanfrage bei jemandem stellen. Das kann ich machen, egal ob der oder die gerade eingeloggt ist oder nicht. Und sobald die bestätigt sind, sehe ich dann eben meine bestätigten Kontakte, so ähnlich wie Sie das von Facebook oder ähnlichen Seiten auch kennen. Ich habe eine Liste meiner Leute, wo ich gesagt habe, ja, dich kenne ich, dich mag ich sozusagen und könnte also mit diesen Leuten hier Kontakt aufnehmen. Was kann man über diese Wer ist Online-Anzeige dann machen? Das lässt sich hier in den Benutzeraktionen steuern. Und das könnte eben zum Beispiel sein, dass man das Profil der anderen Person einsehen kann, dass man sie per Mail ansprechen kann oder zum Beispiel auch
dass man mit ihr einen Chat starten kann. Da würde also dann hier so ein kleines Chatfenster erscheinen und auch wenn ich in Ilias weiter navigiere an andere Positionen, bleibt immer dieses Fenster offen, in dem ich mit dieser Person in Kontakt bleiben kann. Also das ist auch eine wichtige strategische Entscheidung. Ja, kann ja durchaus sein, dass Sie da ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, wie stark Sie Ilias wie so eine Art Social Software auch nutzen möchten. Lässt sich auf jeden Fall hier eben einstellen in Administration, wer ist Online-Anzeige. Ja, ein letzter Punkt, dann schließlich eine sehr wichtige strategische Entscheidung betrifft die Benutzerkonten, also die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer. Wie kommen die denn überhaupt in das System rein? Und da gibt es zwei Möglichkeiten, die wir für Sie als sinnvoll erachten. Die eine Möglichkeit ist eine sogenannte Selbstregistrierung. Das heißt, jeder Schüler, jede Lehrerin kann sich selbst ein Benutzerkonto anlegen. Das hat in vielen Institutionen wohl schon gut geklappt, wie wir gehört haben. Die andere Möglichkeit wäre, dass ich als Administrator alle Leute einfach mal anlege. Und damit ich das nicht für jeden händisch machen muss, mache ich das über einen sogenannten Benutzerimport. Sie sollten wissen, dass in beiden Varianten durchaus die Möglichkeit da ist, die Leute nicht nur als Benutzer für Ilias anzulegen, sondern sie auch gleich schon in Kurse und Gruppen zuzuweisen. Kurse und Gruppen, das sind die beiden Objekttypen, die wir vorgesehen haben, um so etwas wie Klassen abzubilden. Bleiben wir kurz bei der Variante Selbstregistrierung. Das findet sich jetzt wieder in Administration, Authentifizierung und Neuanmeldung. Wir haben da also, wie gesagt, positive Rückmeldungen bekommen von Institutionen, die eine Selbstregistrierung mit Codes ermöglicht haben. Was steckt dahinter? Wenn ich einmal in diese erwähnte Ansicht gehe, Authentifizierung, Neuanmeldung. Hier waren wir schon mal, als wir die Login-Seite gestaltet haben. Wir gehen aber jetzt einen Reiter weiter nach rechts. Sie sehen schon, da steckt im Titel etwas mit Selbstregistrierung drin. Wir haben das jetzt so voreingestellt, dass ein Registrieren mit Codes möglich ist. Das heißt also, es kann sich jemand ein Benutzerkonto nur anlegen, wenn man ihm einen bestimmten gültigen Code gibt. Diese Codes lassen sich hier innerhalb von Ilias erzeugen. Ich kann beispielsweise jetzt mal ein Paket von 30 Codes für eine Klasse erzeugen. Sage dann, das ist ein Registrierungscode und kann eben hier unten jetzt auch noch festlegen, was für Rollen bekommt denn so jemand. Das könnte zum Beispiel erstmal global die Rolle Schülerinnen und Schüler sein und in diesem Feld lokale Rollen, beziehungsweise diesen Feldern, denn man kann da beliebig viele von anlegen, da könnte man jetzt eben lokale Rollen eintragen, die die Mitgliedschaft in Kursen und Gruppen gleich mitliefern. Ich lasse das jetzt erstmal weg und erstelle einfach nur diese 30 Codes, bekomme die dann hier in so einer Liste, kann sie hierüber exportieren und beispielsweise mit einem Serienbriefprogramm dann ausdrucken und an die Schülerinnen und Schüler verteilen. Ich sehe auch immer, welche Codes schon verbraucht worden sind. Und ich sehe auch immer, welche Rollen, also globale oder auch lokale Rollen, denn da dran hingen. Auf diese Weise könnte das Ganze, wenn Sie es einmal vorbereitet haben, dann relativ selbstgesteuert ablaufen. Jeder Schüler, jede Schülerin bekommt so einen Code und kann sich damit bei Ilias dann selbst registrieren. Wie schaut das aus mit dieser Registrierung? Dazu schaue ich nochmal in dieses Fenster von eben, wo ich nicht eingeloggt war. Hier bin ich auf der Login-Seite. Unterhalb der Felder für Benutzername und Passwort habe ich den Link Neues Benutzerkonto registrieren. Und Sie sehen, es gibt hier so ein paar Dinge, die man eingeben muss, zu erkennen an einem roten Sternchen. Und hier oben habe ich das Feld für den Code, der eben bestimmt, was die Person denn nun wird, die sich mit dem Code einloggt. Ist das eine Schülerin? Ist das ein Lehrer? Das steuert der Code dann automatisch. Ja, das ist eine Möglichkeit, bei der wir uns vorstellen könnten, dass das schnell viel bringt.
Die andere Möglichkeit wäre eben ein Benutzerimport. Das heißt, Sie als Verantwortlicher der Schule, als Schulleiterin vielleicht, importieren gleich schon mal alle Benutzer. Das ist möglich über eine spezielle Excel-Datei, die wir Ihnen hinterlegt haben in der Gruppe Info-Hub. Da müssten Sie sich eigentlich alle eingeloggt haben. Und hier haben wir Ihnen dieses Benutzerimport-Werkzeug hinterlegt. Ich mache das mal ganz kurz auf, damit Sie eine ungefähre Vorstellung bekommen. Das ist also eine Excel-Datei mit Makros. Das ist wichtig. Deswegen gibt es jetzt zu Beginn ein paar Schritte, die man eben durchführen muss. Zunächst mal Excel merkt, hoppla, da hat jemand eine Excel-Datei aus dem Internet runtergeladen. Willst du wirklich die Bearbeitung aktivieren? Und als zweiter Schritt merkt Excel jetzt noch, da sind ja Makros drin. Zur Information für Sie, Makros sind sowas wie Automatismen, die man in so eine Excel-Datei einbauen kann. Und weil auch das unter gewissen Umständen eben ausgenutzt werden kann von Hackern, muss man eben explizit nochmal sagen, ich will den Inhalt aktivieren. Und so könnte das dann eben aussehen, dass ich also hier zum Beispiel die globale Rolle definiere, die jemand hat, den Login-Namen, das Passwort, verschiedene andere Daten, die eventuell vorliegen sollen. Und ganz wichtig, hier vorne kann ich mich eben festlegen, was passiert denn mit dem Datensatz in dieser Zeile? Ist das jemand, den ich neu anlegen möchte? Oder ist das vielleicht jemanden, den es schon gibt, den ich aber in irgendeiner Weise aktualisieren möchte? Ich habe den vielleicht aus Versehen als Lehrerin angelegt, dabei soll die Person Schüler sein. Oder, wie Sie hier sehen, kann man auch lokale Rollen zufügen. Zugegeben, das ist etwas kryptisch, diese Namen dieser Rollen. Aber wenn Sie Interesse an dieser Lösung haben, dann würden wir Sie gerne beraten, wie man damit umgeht. In jedem Fall, das ist diese Excel-Datei. Nur zur Ergänzung, es gäbe auch noch eine andere Alternative, die allerdings eine ziemlich hohe technische Hürde beinhaltet, nämlich eine sogenannte LDAP-Anbindung. Manche Institutionen haben so eine Art Benutzerdatenbank, ein Active Directory, und das könnte Ilias also auslesen. Und damit wäre prinzipiell eine Vollautomatisierung möglich, also sogar das Einsortieren in irgendwelche Klassen und so weiter. Aber wie gesagt, das ist nicht so ohne sowas ans Laufen zu kriegen. Vor allem braucht man dafür eben die entsprechende Infrastruktur, also so ein Active Directory. Auch da können wir Sie aber gerne beraten, wenn Sie sowas haben, wie man das dann an Ilias anbindet. Einen letzten Punkt in meinem festen Programm möchte ich jetzt Ihnen nochmal zu Gehör bringen, nämlich die Frage der Dokumentation. Sie sehen ja selbst, dieses System ist wahnsinnig umfangreich. Und damit Sie jetzt nicht wie der Ochs vorm Berg stehen, wie man so schön sagt, gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte Online-Hilfe sich zu öffnen. Oben rechts, also an der Stelle, wo auch dieses Briefchen-Symbol für den Mail-Eingang ist, die Lupe für die Suche, da finden Sie in den allermeisten Fällen auch einen Knopf Hilfe. Der öffnet Ihnen, je nachdem, wo Sie gerade sind, unterschiedliche Hilfsartikel. Die sind immer rein textbasiert. Ja, also bitte da nicht zu viel erwarten. Innerhalb der Hilfe haben Sie auch eine Suche, können da oben also ein Stichwort eintragen und danach suchen. Und die Artikel sind teilweise auch untereinander verknüpft. Das heißt also, wenn in einem Hilfsartikel mal ein Begriff vorkommt, den Sie so nicht kennen, können Sie einfach draufklicken und kommen eben in einen Artikel, der diesen Begriff erklärt. Eine Sache möchte ich hierzu auch noch sagen. Diese Online-Hilfe ist einer oder zumindest ein wichtiger Grund dafür, dass wir die Begrifflichkeiten in Ilias nicht stärker an Ihre Schulwelt angepasst haben. Ja, Sie werden feststellen, da gibt es Objekte, die heißen irgendwie Kurs, obwohl das bei Ihnen vielleicht besser Klasse heißen müsste. Der Grund, warum wir das nicht angepasst haben, ist, dass Sie sonst mit dieser Hilfe nichts mehr anfangen könnten, ne, weil die darauf eben nicht einfach so reagiert. Da stehen immer die ursprünglichen Begriffe drin, die in Ilias eben verwendet werden. Ja, das sind mal so die allerwichtigsten Punkte, die, glaube ich, für den Beginn für Sie wichtig sind. Ja, die Frage lautet, die hier in den geteilten Notizen steht. Gibt es ein Backend und ein Frontend? Ich weiß nicht, ob alle Teilnehmer mit den Begriffen was anfangen können.
Ein Frontend ist ja üblicherweise das, was die einfachen Benutzer von einem System sehen, und das Backend ist sozusagen das, wo der Administrator arbeitet, mal ganz grob zusammengefasst. Und das haben wir so streng getrennt tatsächlich nicht, sondern wir haben eben, wie Sie gesehen haben, den Bereich Administration. Der ist natürlich nur für Administratoren zugänglich. Man könnte aber durchaus auch auf einzelne dieser Bereiche bestimmten Benutzern Rechte geben, also beispielsweise ein Sekretariat, das hier zwar aufklappen darf, aber dann nur die Benutzerverwaltung sieht. Aber streng getrennt, ein Front- und Backend gibt es in dem Sinn tatsächlich nicht, nein. Ja, wir haben im öffentlichen Chat auch noch so ein paar Einträge. Den Chatroom ausblenden. Fragt hier ein Benutzer namens Christoph. Da muss man eben tatsächlich differenzieren. Es gibt verschiedene Arten von Chats in Ilias. Ich mache dazu mal wieder meine Bildschirmfreigabe an, um Ihnen das zu zeigen. Wieder in Ilias. Und es gibt also, wie gesagt, einmal die Möglichkeit dieses On-Screen-Chats, also über die Wer ist Online-Anzeige. Hier oben wäre die dann, wenn jemand anderes auch eingeloggt wäre, könnte ich jemanden anchatten und der könnte entweder abheben sozusagen oder es eben klingeln lassen. Das ist unabhängig von der einzelnen Klasse oder dergleichen. Wir haben aber auch im sogenannten Magazin von Ilias, wo dann eben die verschiedenen Kurse und Gruppen sind, die Möglichkeit, wenn ich einen Kurs anlege, ich nenne den mal Klasse 1, hier drin einen Chatraum anzulegen. Und der ist dann tatsächlich nur für die Teilnehmer dieser Klasse, also dieses Kurses, zugänglich. Das ist der große Unterschied zwischen dem On-Screen-Chat und dem Chatraum hier in einem Kurs. Weitere Fragen im Chat. Wie sehen die Kosten aus? Das ist, glaube ich, eine Frage, die am besten Herr Kiegel beantwortet. Genau, also grundsätzlich ist es ja so, dass wir jetzt Hosting-Pakete geschnürt haben, die bis Ende September kostenlos sind. Und danach haben Sie die Möglichkeit, also Sie werden jeweils von professionellen Ilias Service Providern da betreut, können auch auf die zugehen und sagen, ja, wir wollen irgendwie einen Vertrag für Auftragsdatenverarbeitung, irgendwie AVV oder ne, sonst irgendwie was in der Hand haben. So, das ist auch jetzt schon möglich. Sie können dann, wenn Sie sagen, ja, das hat irgendwie gut gepasst, können Sie entweder bei dem Service Provider sozusagen bleiben und den dann fragen, ja, wie sieht dein Angebot aus, wenn ich bei Ihnen bleibe? Sie können auch Ihre Daten ausgehändigt bekommen und das selbst hosten. Quasi dieser Exit kostet Sie nichts. Ja, Sie können auch einen ganz anderen Service Provider fragen und sagen, so hier, ich möchte umziehen, ich möchte irgendwie zu euch. Es gibt eine Liste mit Premium-Partnern, also Service-Providern, die einerseits Mitglied sind im Ilias-Verein und andererseits sich auch sehr aktiv engagieren. So, da ist eine lange Liste mit Service-Providern. Die finden Sie unter support.ilias.de und dann, wenn Sie da auf Profi-Support klicken, finden Sie eine Liste mit Service-Providern, die Sie ansprechen können, oder auch eine Mailingliste, Service Provider. Sie können sich hier Angebote einholen, wenn Sie einfach eine Mail an sp@lists.ilias.de schreiben. Typische Angebote jetzt so für so ein Ilias-Hosting sind so um die 200 Euro im Monat. Das ist jetzt so ein Wert, mit dem man kalkulieren kann. Aber ich kann jetzt keine Garantie abgeben, wie jetzt irgendwie die Service-Provider sind ja alles unabhängige Unternehmen. Ob die sich jetzt nach der Corona-Krise in 6 Monaten entscheiden, die Preise zu ändern oder irgendwas. Ne, deswegen will ich jetzt hier keine Garantie abgeben. Momentan ist es so, dass 200 Euro pro Monat so ein Richtwert sind. Sie können sich auch bei Host Europe einen Server holen oder hat Ihr Bildungsministerium da irgendwie was, wo Sie hosten können? Und dann wollen Sie vielleicht einfach technischen Support, dass jemand dafür sorgt, dass das Ilias auf Ihrem Server läuft. Ja, und dann können Sie gucken, was irgendwie für Sie das passende Modell ist. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Aber unterm Strich
wäre also mein Gefühl, wenn Sie mit 200 Euro im Monat kalkulieren, so plus minus sollte das hinkommen. Genau, und Big Blue Button müsste man nochmal schauen, weil das ist momentan eine Lösung, wo wir quasi, ja, also der Big Blue Button Server, da werde ich auch nochmal ganz am Ende was zu sagen. Das ist momentan, ja, quasi eine mehr oder weniger geteilte Ressource. Es ist ein Server kann quasi in mehreren Schulinstallationen eingebunden werden und die bedienen. So, das Hosting von Big Blue Button, das machen jetzt nicht alle Ilias Service Provider. Da werden ein paar sagen, so, nee, das kennen wir nicht, das haben wir noch nicht gemacht. Ja, also wenn Sie bei Big Blue Button bleiben wollen, das macht zum Beispiel momentan irgendwie Data Bay, so, dann könnten Sie Data Bay da fragen, ob Sie den Big Blue Button Server weiter nutzen wollen, falls das für Sie irgendwie passend war. Genau. Die Kosten abhängig von der Schulgröße, ab einer gewissen Größe sicherlich. Also teilweise gibt es Installationen, die Uni Köln nutzt, auch Ilias, die hat natürlich mit 100.000 Studenten eine ganz andere Anforderung als jetzt vielleicht so eine reguläre Schule, die so bei 1.000 vielleicht liegt. Das hängt sehr stark, glaube ich, davon ab, wie Sie das nutzen. Ja, wenn Sie irgendwie eine Musikschule sind, wo ganz viele Videos hochgeladen werden, also, dann haben Sie vielleicht ganz andere Anforderungen als ja, vielleicht eine kleine Schule, wo es vielleicht weniger Videos gibt. Also die Antwort ist ja, aber ich würde sagen, Schulinstallationen schätze ich momentan ein, dass sie von der Nutzerzahl eher klein sind, aber von der Nutzungsintensität möglicherweise, zumindest jetzt in nächster Zeit, höher liegen wahrscheinlich als, ja, als sonst so die Ilias-Installationen, die wir sonst betreuen. Welcher Speicher steht einem zur Verfügung? Das ist die Frage, nehme ich gerne auf. Genau. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann bezüglich Big Blue Button. Also ich hatte ja schon gesagt, das ist eine geteilte Ressource. Also wir werden ne, mehrere Big Blue Button Server auch einrichten, je mehr Schulen jetzt dazukommen. Wir würden aber da ja gerne mit Ihnen ja so eine Vereinbarung so, treffen, die wir letztlich nicht kontrollieren können, aber die wir Sie bitten einzuhalten, dass Sie doch bitte je 500 Schülern an Ihrer Schule quasi immer nur also eine Konferenz gleichzeitig stattfinden lassen. Ja, wenn Sie jetzt irgendwie wenn eine Schule jetzt 30 Konferenzen gleichzeitig macht und in jeder sind irgendwie 30 Schüler drin oder auch nur 15, so dann könnte das den Server schon ganz schön auslasten und ja, das können nicht alle Schulen gleichzeitig machen, deswegen versuchen wir uns da irgendwie ein bisschen ranzutasten und sagen für den Beginn, wenn Sie jetzt eine Schule sind mit 450 Schülern, dann quasi, dass Sie dann doch bitte einen Stundenplan machen, einen VC-Raum quasi immer gleichzeitig und das dann irgendwie so takten, dass mal die eine, mal die andere Klasse den nutzt. Und wenn Sie jetzt 900 Schüler haben, dann können Sie gerne zwei Stränge parallel fahren. Genau. Dafür kann Herr Sittenpointner später auch noch, wenn Interesse besteht, ein Ilias-Tool, ein Buchungspool zeigen, mit dem man halt genau so Ressourcenmanagement betreiben kann. Ich habe weiter oben gesehen, gibt es eine Frage, nämlich jemand hat sich das schon installiert und hat dabei eine Mandanten-ID Schoolmaster bekommen und eine NIC-ID. Zunächst mal vielleicht für allgemein, damit alle mit dem Begriff was anfangen können. Eine Ilias-Installation kann mehrere Mandanten haben, sprich, es ist zwar dasselbe technisch gesehen, dasselbe System, aber es sind vollständig voneinander getrennte Datenbanken und dadurch gibt es auch keine Möglichkeit, von der einen Datenbank in die andere reinzugucken. Diese Mandanten haben dann eben einen Namen und das Ändern dieser Mandanten-ID wäre später eventuell ein Problem, wenn Sie nämlich zum Beispiel schon Links gelegt haben an bestimmte Stellen in Ihrem Ilias. In diesen Links steckt die Client-ID, also die Mandanten-ID auch drin und dann würden diese Links eben nicht mehr ans Ziel führen.
Aber jetzt, wenn Sie völlig frisch beginnen, ist es meiner Meinung nach durchaus denkbar, das zu ändern. Zu der NIC-ID, das ist so eine Art Registrierung. Sie wissen ja, Ilias ist eine Open-Source-Software, das heißt, man muss sich prinzipiell nicht registrieren, wenn man das runterlädt und für sich installiert. Die NIC-ID kann aber Vorteile haben später, wenn Sie nämlich zum Beispiel aus Ihrer Installation Dinge exportieren und woanders wieder importieren wollen. In bestimmten Situationen ist es dann gut, wenn man so eine NIC-ID eingetragen hat. Colin, ob die da bereits vergebene NIC-ID geändert werden muss, das müsstest du aber bitte sagen. Ja, erstmal wäre meine Frage, wo Sie dieses Template herhaben, denn irgendwie Schoolmaster, also in unserem Template, was wir aktuell gebaut haben, ja, gibt, wir haben die, bei uns heißt die Mandanten-ID anders, also einfach nur Schule und nicht Schoolmaster. Es kann sein, dass Sie da vielleicht einfach ein ganz anderes Template genutzt haben und da weiß ich jetzt nicht, wo das her ist. Grundsätzlich gibt es Möglichkeiten, irgendwie eine NIC-ID ja, zu löschen. So eine Frage oder überhaupt ja, Fragen würde ich vorschlagen, dass Sie die gerne in das Support-Forum schreiben. Und da schauen wir auch rein. Zu dem Forum auch nochmal. Unsere Strategie ist halt, wir wollen möglichst vielen Schulen helfen. Und ja, streben auch da quasi an, dass sich durch Sie und durch die Schulen, die es ne, in der in die, bei Elias schon gibt, quasi eine Community weiter wächst, die sich dann auch gegenseitig helfen kann. Also sprich, Sie sind auch herzlich eingeladen, in dem Support-Forum zu schauen, wenn Sie da von ja, quasi einem Kollegen eine Frage sehen, die Sie vielleicht beantworten können, dass Sie die beantworten und wir schauen dann halt regelmäßig auch rein und gucken, was bleibt denn da irgendwie so übrig und wir haben irgendwie da die Hoffnung, dass wir mit so einem Modell wesentlich mehr Schulen einfach helfen können. Deswegen halt die Bitte, das Forum zu nutzen und nicht direkt uns anzuschreiben. Wir gucken auf jeden Fall ins Forum rein. Können wir So, direkt mehreren Personen helfen, ja? ich habe jetzt noch zwei offene Fragen auf dem Ja, Schirm. genau. Zunächst mal, der Benutzer Christoph hat hier im Chat eine Frage gestellt, die passt thematisch ganz gut, deswegen würde ich die jetzt gleich anschließen. Nämlich, sind scheinbar mehrere Mandanten im Spiel bei dem System, das er betreut. Und es ist also zu Beginn immer erstmal schwierig zu wissen, in welchen Mandanten muss ich denn? Ich vermute mal, da geht es um unterschiedliche Schulformen derselben Institution oder sowas. Und wenn Sie auf der Login-Seite mal die Adresszeile des Browsers angucken, dann, Christoph, dann werden Sie sehen, dass da an der Adresse Client-ID gleich so und so dranhängt. Wenn man also gezielt diese URL verwendet, sie irgendwo in ein Portal einbaut, sie per Mail rumschickt, dann landet man auch wirklich auf der Login-Seite des individuellen Mandanten und nicht, wie Sie das hier schreiben, über die Mandantenauswahl. So, dann hatte ich schließlich noch eine Sache in den geteilten Notizen. Da schreibt nämlich ein Benutzer, ich weiß nicht genau wer, kann man die komplette Installation erhalten mit allen Daten und Einstellungen? Das, glaube ich, kannst du ganz gut beantworten, Colin. Genau. Also wenn richtig, wenn Sie umziehen wollen und das selbst hosten wollen, selbstverständlich. Also die Sie können die Installation komplett so erhalten, wie ja, wie sie dann zuletzt war. Genau. Gut, dann glaube ich, haben wir hier nochmal die Frage nach dem Speicherplatz, aber die, glaube ich, war schon beantwortet worden. Ja, Colin, jetzt gibt es hier eine weitere Frage in den geteilten Notizen. Gibt es einen Automatismus für den Schuljahreswechsel? Das interpretiere ich jetzt mal so, dass man sozusagen für das neue Jahr die Kurse gleich automatisch bekommt. Wenn ich da richtig liege, dann vielleicht in den Notizen nochmal was reinschreiben. Das ist eine sehr. Klassenwechsel, Klassenwechsel. Ja, Ja. okay. Nein, dafür gibt es tatsächlich keinen Automatismus, außer Sie haben so eine Anbindung an ein Active Directory. Das haben wir ja vorhin in meinen Folien gesehen. Man kann Ilias an so eine
Personaldatenbank sozusagen anschließen und dann könnte das tatsächlich automatisch funktionieren. Ansonsten müssten Sie eben zum Beispiel über diese Benutzerimportdatei die Leute umschaufeln, also sie aus einem Kurs raus und in einen anderen reinschaufeln. Aber ja, ohne Active Directory wird das mit der Automatisierung so nicht hinhauen. Okay, Benutzerin Melissa schreibt, hier sind jetzt viele Lehrerinnen online, die nicht Admin sein werden, sondern nur Lehrer. Können Sie noch zeigen, was man als Lehrer und Lehrerin mit seinen Schülerinnen alles machen kann? Okay. Ich habe jetzt auch noch eine Frage bekommen in einem privaten Chat. Das ist, gibt es die Möglichkeit, an alle Nutzer oder Nutzergruppen Nachrichten und Informationen zum Beispiel per Mail zukommen zu lassen und eine Lesebestätigung zu verlangen? Zum Beispiel Rundbriefe, Eltern schrieben mit Kontrollen. Ja, also mit diesem Kürzel beispielsweise, weil es eine Rolle SUS Schülerinnen und Schüler gibt, könnte ich an alle Schülerinnen und Schüler auf einmal schreiben. Sowas wie eine Lesebestätigung haben wir in Ilias tatsächlich nicht. Bezüglich E-Mail, das ist ein guter Punkt. Wir haben in dem Template, was wir momentan verwendet haben, ja, das E-Mail-Feld noch nicht als Pflichtfeld eingestellt. Und ja, das ist ein Punkt, wo ich denke, das sollten wir vielleicht ändern. Und es wäre vielleicht auch gut, wenn Sie das bei sich ändern, weil ich glaube, es funktioniert einfach am besten, wenn für jeden eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Das heißt, Sie sollten hier unter Einstellungen Standardfelder, also oder zeigt vielleicht Florian nochmal Administration, Benutzerverwaltung, genau. Und wenn Sie da sind, dann gehen Sie auf Einstellungen, dann auf Standardfelder. Und hier können Sie alles Mögliche einstellen, was zum Beispiel Pflichtfeld sein soll. Und da finden Sie irgendwo E-Mail und dann das Häkchen erforderliche Angabe. Da können Sie auch einstellen, ob der Benutzer später nochmal ändern darf oder halt nur im Registrierungsformular. Hier wäre es jetzt genau so, er kann später nochmal ändern und vielleicht erforderliche Angabe zusätzlich. Das wäre meine Empfehlung, dass Sie das machen. Alle Benutzer, die es jetzt schon gibt, würden dann beim nächsten Login aufgefordert, diese fehlende Information nachzutragen. Und so können Sie sicherstellen, dass Sie dann auch alle Personen einmal erreichen. Und wenn sich jemand aussperrt, dann kann er die Passwort-Vergessen-Funktion verwenden, was Ihnen auch sehr viel, ja, denke ich, Support-Anfragen erspart nach dem Motto, ich habe mein Passwort vergessen, dann müssen Sie das, genau, Herr Sittenpointner zeigt das gerade, dann können Sie einfach sagen, okay, gehen Sie auf Passwort vergessen und da muss nicht ein Admin ein neues Passwort hinterlegen. Das wäre sehr, sehr hilfreich, glaube ich. Genau. Genau. Ah, genau. Sie können auch innerhalb von der Klasse, das ist auch ein guter Punkt, ja, sowohl eine Mail-Liste stellen als auch eine Mail schicken. Genau. Und halt dann, genau. Die Liste können Sie verwenden, um dann halt außerhalb mit Outlook was zu schreiben oder hier, genau. Gut, dann ich habe jetzt nicht mehr den Überblick über den Chat, Colin, aber wenn so diese ganzen Fragen in Richtung Administration erstmal abgeklungen sind, dann Ja, könnten wir, ja? genau, es gibt noch Fragen zu Schnittstellen. Kann man externe Services einbinden, Teamspeak etc. Also es gibt Plugins, ja für Adobe Connect gibt es eins, es gibt jetzt auch ganz neu eins für Jitsi. Das wäre tatsächlich auch eine Alternative zum Beispiel. Jitsi ist ein kostenloser Dienst, so ähnlich wie Skype. Ja, wenn wir hier mit BigBlueButton, also den Server, den hosten nur wir ja für Sie dann in Deutschland auch. Wenn man da an Grenzen stößt, könnte man zum Beispiel schauen, ob jetzt einzelne Schulen sich auch vorstellen können, Jitsi zu nutzen. Das ist ein Cloud-Service. Und wer da sagt, jo, wir wollen lieber mehr VCs machen und Jitsi ist für uns in Ordnung, ich schreibe das auch mal hier in den Chat, meet.jit.c. Ja. Dann können wir das auch für jede Schule nochmal zusätzlich aktivieren, beispielsweise Jitsi. Teamspeak konkret weiß ich jetzt nicht, ob es da ein Plugin gibt. Es muss immer ein Ilias-Plugin geben. Also Sie können nach sowas suchen wie Ilias-Plugin und dann irgendeine Software so. Allerdings kommen wir dann schon in einen Bereich, wo man sagen muss, das weicht dann so von der Standardlösung ab. Also das Jitsi-Plugin würden wir dann noch installieren, aber so alles, was darüber hinausgeht, da sind wir dann eigentlich schon in einem Bereich,
wo wahrscheinlich dann Ihr Service Provider, bei dem Sie sind, vielleicht dann sagen wird, ja, da fängt jetzt eigentlich so vielleicht kostenpflichtiger Support an. Also zumindest kann ich jetzt nicht für die Service Provider irgendwie sagen, dass sie das alle tun. Und wir, wie gesagt, wir wollen lieber hier, sage ich mal, alle Schulen so, ich sage jetzt mal, mit einer Gulaschkanone hier satt machen, als jetzt irgendwie Einzelnen irgendwie hier das Steak mit, weiß ich nicht, Blattgold servieren. Deswegen haben Sie da bitte Verständnis. Okay, dann würde ich jetzt tatsächlich noch mal versuchen, auf die Frage einzugehen, was können denn Lehrerinnen und Lehrer so alles machen in Ilias? Ich bin jetzt hier mal an eine Stelle gegangen in ein Objekt namens Kurs. Von dem können wir uns sehr gut vorstellen, dass sie damit Klassen abbilden können. Wenn man sich so einen Kurs angelegt hat, steht da drin dann ein Menü, neues Objekt hinzufügen. Wir haben das etwas ausgedünnt. Also wir haben Ihnen hier erstmal nicht alles eingeschaltet, was es gibt. Aber hier sieht man eben, was momentan alles eingeschaltet ist. Man kann eben so einen Big Blue Button Raum hier eintragen, wobei wir gesagt haben, eben zugleich immer pro 500 Schüler nur einen nutzen. Alternativ gibt es eben auch einen Chatraum oder für asynchrone Kommunikation gibt es das Forum. Andere Dinge, die Sie hier zum Beispiel machen können, sind ganz einfach Materialien hinterlegen. Was interessant ist, ist hier dieser Objekttyp Übung. Da kann ich also Aufgabenstellungen kreieren. Ich nenne das beispielsweise mal Hausaufgabe. So ein Übungsobjekt kann dann im Übrigen auch mehrere Übungseinheiten enthalten. Diese könnten auch austauschbar sein, also sowas wie Wahlpflichtaufgaben. Wir haben dann hier verschiedene Arten von Abgabetypen. Das kann einfach darin bestehen, dass man einen Aufsatz schreibt in Word, das abspeichert und hier hochlädt. Das kann auch ein Text sein, wie man direkt hier in Ilias in ein Feld einträgt. Und außerdem gibt es noch verschiedene Arten von Teamaufgaben. Das ist natürlich jetzt alles ein weites Feld. Das können wir heute jetzt sicher nicht mehr alles im Detail besprechen. Aber ich werde in den Info-Hub bald mal eine Vorlage reinlegen, wo Sie einen Ordner haben, in dem sich Benutzer zuerst in Gruppen selbstständig aufteilen können. Das Ganze in kontrollierten Bahnen, also pro Gruppe nur so und so viele, für jeden nur eine Gruppe. Und diese Gruppen sind dann eben die Teams, die hier in dieser Übung eine Datei abgeben müssen. Bleiben wir mal wirklich bei dem Klassiker. Der einzelne Schüler, die einzelne Schülerin soll einen Aufsatz einreichen. Würde ich also hier so ein Formular aufmachen. Nenne das jetzt einfach mal Aufsatz. Kann dann hier eine Arbeitsanweisung in Text hinterlegen oder kann Dateien anhängen. Das könnte zum Beispiel ein Arbeitsblatt sein, das man sich runterlädt, ausfüllt und wieder hochlädt. Das könnte aber auch so genutzt werden, dass man hier beispielsweise irgendeine Art von Video anhängt und in den Arbeitsanweisungen dann schreibt, schaut euch das Video an und beurteilt, was hat die Person da drin falsch gemacht. Wir haben dann hier unten einen Abschnitt Terminplan, wo ich gewisse terminliche Dinge klären kann. Also zum Beispiel, wann ist der Abgabetermin? Standardmäßig gibt es erstmal keinen, aber man hat hier über so ein Datums- und Uhrzeitfeld die Möglichkeit, eine Deadline sozusagen absolut festzulegen. Alternative wäre, dass man ein relatives Datum verwendet. Das heißt also, der Schüler startet die Aufgabe, kommt dann auch erst an die Aufgabenstellung heran und hat dann 3 Tage Zeit, sie abzugeben. Ich denke, dass es im Kontext von Schulen eher auf so ein festes Datum rauslaufen wird. Es gibt hier Erinnerungsfunktionen, zum Beispiel die Teilnehmer an die Abgabe zu erinnern oder sie zu erinnern, dass da was reingekommen ist, was sie noch nicht korrigiert haben. Ja, und was natürlich bei so einer Übung immer auch wichtig ist, ist Feedback. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können später natürlich jedem Benutzer ein individuelles Feedback geben. Sie können hier aber auch erstmal eine Musterlösung hinterlegen. Wichtig ist da natürlich festzulegen,
wann kommt man an die ran? Ja, wenn Sie nämlich hier nach der Abgabe wählen, dann kommt der eine, der früher abgegeben hat, schon an die Musterlösung und schreibt das seinem Kumpel einfach auf WhatsApp. Von daher vielleicht besser nach dem Abgabetermin, denn danach kann ja niemand mehr einreichen. Wir haben außerdem auch die Möglichkeit von Peer Feedback, bedeutet also, auch die Schüler geben sich gegenseitig Feedback. Was fand ich an deiner Lösung gut? Was hätte ich anders gemacht? Und so weiter. Also Sie sehen, das ist schon ein relativ komplexes Werkzeug, so eine Übung. Und ja, Colin, du möchtest was sagen? Genau, es gab zwei Fragen im Chat. Einmal, welche Dateiformate sind zugelassen? Und das andere, gibt es klassenbezogene Kalender? Das geht ein bisschen über die Übung hinaus, aber vielleicht wäre das ein Thema danach. Ja, okay. Also Dateitypen können vom Administrator festgelegt werden. Wenn jetzt zum Beispiel ein Dateityp dabei ist, der bislang nicht erlaubt ist, dann kann der Administrator den auch erlauben. Ansonsten kann man das hier in so einer Übungseinheit jetzt nicht festlegen, was für eine Art von Dateiformat das sein muss. Ja, da müssten Sie dann damit leben, dass vielleicht der eine in Word und der andere in PDF schickt. Das lässt sich hier leider nicht steuern. Genau, gesperrt sind so Dateien wie jetzt Exe oder PHP oder so, also die potenziell ausführbaren Code enthalten könnten. Genau, ich fülle das jetzt hier nochmal fertig aus, damit man einen Eindruck bekommt. Ich hänge hier mal irgendein Video an, schreibe dann hier rein, schauen Sie sich das Video an und beurteilen Sie. Dann gibt es halt hier ein paar Fragen. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, vorher noch ein Datum angebe, bis wann das fertiggestellt werden muss. Dann können wir uns das Ganze auch mal aus Sicht der Teilnehmer angucken. Und ja, was war die zweite Frage, Colin? Habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Klassenbezogene Kalender Ah ja, oder alles klar. Kurskalender, ja. Gut. Also zunächst mal noch zum Abschluss hier. So würde das dann für den Teilnehmer aussehen. Der sieht also hier, was muss ich machen. Wenn das zum Beispiel ein Film ist, dann wird der unmittelbar hier schon im System angezeigt. Man sieht, wie viel Zeit man noch hat, ob man schon was abgegeben hat oder nicht. Und die Überleitung zum Kalender ist eigentlich ganz gut jetzt, ne, weil dieses Abgabedatum, das ich jetzt festgelegt habe, das wird eben auch Teil des Kalenders im Kurs. Jeder Kurs hat immer standardmäßig einen Kalender. Ich sehe diesen Kalendertermin jetzt hier auch. Das ist allerdings relativ unscheinbar. In dieser Ansicht hier sieht man nämlich das nur anhand von fettgedruckten Daten, aber dieses Kalenderblatt hier lässt sich auch umschalten auf eine Ansicht zukünftige Termine und dann sehe ich eben genau, was steht denn jetzt an in der nächsten Zeit, was ich machen muss. Und in diesen Kalender können Sie selbstverständlich auch selbst Dinge eintragen. Muss ja nicht unbedingt automatisch sein, aber Ilias legt eben bei bestimmten Dingen auch ganz automatisch Termine an, wie zum Beispiel hier bei der Abgabefrist von so einer Übung. Genau, bleiben wir mal kurz beim Thema Kalender. Haben wir die Sitzung? Nee, die Sitzung haben wir nicht freigeschaltet. Okay. Hier könnten Sie zum Beispiel, wenn Sie ja, virtuelle, also Termine im virtuellen Klassenzimmer machen, wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, das im Kalender einzutragen. Jetzt gibt es noch eine Frage zu Dateien, oder willst du es erst zeigen? Oder? Nee, muss nicht Achso, sein. klar. Genau. Zu den Dateien. Wo wird denn diese Datei gespeichert und wo kann ich sie löschen, wenn alles erledigt ist? Also quasi als Lehrer, wenn die Einreichungen. Okay, ich zeige mal zunächst mal, wie das aussieht, wenn ich Dateien hochlade. Ich nehme hier mal so Dummy-Arbeitsblätter, die ich immer verwende zum Demonstrieren. Wenn ich die Datei hier in Ilias anders nennen möchte, als sie auf meinem lokalen Rechner hieß, kann ich den Titel ändern. Wenn ich die Dateien hochlade. Okay, den gibt es bereits, egal. Kommen wir jetzt dann gleich wieder zurück in die Klasse 1. Das bitte mal notieren, Colin. Dadurch, dass es ein PDF ist, sind so ein paar Extras noch da. Ich sehe, wie viele Seiten hat das Dokument. Ich habe so eine Art Vorschau. Und die Frage ging ja jetzt ums Löschen.
Wenn ich in Ilias etwas löschen möchte, kann ich das entweder einzeln machen über dieses Menü auf der rechten Seite und eine Option löschen. Das muss dann immer auch bestätigt werden. Und auch dann ist das noch nicht endgültig weg, sondern landet in einem sogenannten Papierkorbsystem. Wenn das zu mühsam ist, jede Datei einzeln zu löschen, kann ich auch die Ansicht Inhalt verwalten aufmachen. Darin bekommt dann jedes Objekt eine Checkbox und in der Regel hat man unten auch eine Option alle auswählen und kann so also auch mal Tabula rasa machen und alles wegwerfen. Wie gesagt, auch nach dem Bestätigen ist das erstmal noch nicht endgültig weg, sondern landet in einem Papierkorb, den allerdings nur jemand mit Administrationsrechten aufmachen kann. Also hier ist meine Klasse 1, hier ist deren Papierkorb. Von hier aus könnte ich das wiederherstellen oder endgültig aus dem System entfernen. Bei meinen strategischen Entscheidungen, die ich Ihnen heute gezeigt habe, wollte ich eigentlich auch dieses Thema noch aufnehmen. Sie sollten sich klar machen, wenn da jetzt hunderte Lehrer anfangen, Dinge hochzuladen und vielleicht auch wieder zu löschen, dann nehmen diese Papierkörbe irgendwann sehr viel Speicherplatz ein. Das heißt, man muss sich rechtzeitig Gedanken machen, wie man die denn wieder bereinigt. Ilias bietet da auch Automatismen. Man könnte also einen sogenannten Cron-Job einschalten. Das ist ein Automatismus, der dann zum Beispiel jede Nacht läuft, in die ganzen Papierkörbe reinschaut und die nach bestimmten Vorgaben leert. Sie sehen, es gibt sehr, sehr viele solcher Automatismen. Wovon wir gerade sprechen, ist dieser hier, Papierkorb leeren. Und wenn ich hier mal in den Bearbeitungsmodus gehe, dann sehen Sie, ich kann das zum Beispiel auch nach dem Alter differenzieren. Also wie lange ist es her, dass etwas gelöscht wurde? Auf diese Weise zum Beispiel gäbe es dann immer noch eine Karenzzeit von 30 Tagen. Bis dahin ist das Ganze wiederherstellbar, danach ist es endgültig weg. Ja, und Colin, du willst was sagen? Ach so, ja, das ist ja schon am Atmen, genau. Ja, genau. Kannst du vielleicht die Übung nochmal wiederherstellen? Die Frage vielleicht auch nochmal aus der Perspektive innerhalb einer Übung. Ja, ich habe jetzt ein Übungsobjekt und ein Teilnehmer hat etwas eingereicht. Kann ich dann, nachdem ich das bewertet habe oder so, kann ich dann die Übung irgendwie bereinigen und die Einreichungen löschen? Okay. Gut, ich gehe wieder in meine Klasse 1, habe hier meine Hausaufgabe. Ich simuliere jetzt einfach mal, dass jemand da was einreicht. Ich habe ja noch 45 Minuten Zeit. Lade da jetzt mal irgendeine Datei hoch. Damit habe ich als Schüler sozusagen meine Schuldigkeit getan. Jetzt wechseln wir wieder zurück in die Perspektive des Lehrers oder der Lehrerin. Zunächst mal, man kann sich darüber per Mail benachrichtigen lassen, wie ich vorhin gezeigt habe. Kommt dann in der Mail einen Link, der einen gezielt hier in diesen Reiter Abgaben und Noten führt. Ich sehe dann, was ist das für eine Person? Habe ich die schon bewertet? Kann hier die Abgaben herunterladen. In diesem Fall ist es nur eine Datei. Ich könnte mir auch einen Filter anzeigen, um zu schauen, wen habe ich noch nicht bewertet, aber hat schon abgegeben. Das wären ja praktisch genau die Leute, bei denen ich jetzt irgendwie Handlungsbedarf habe. Wenn man sich übrigens sowas zurecht konfiguriert, also einen Filter oder meinetwegen auch Spalten einblendet, wenn Sie sagen, ich möchte auch immer das Datum sehen, wann ich diese Person bewertet habe, dann lässt sich so eine Ansicht auch speichern. Sie haben hier rechts oberhalb des Menüs die Möglichkeit zu sagen, das ist meine Ansicht akut, akut und könnte jetzt eben jederzeit diese Ansicht akut wieder aufrufen. Also die Fälle, wo ich jetzt gerade dringend was machen muss. Und so eine Ansicht lässt sich jederzeit dann auch wieder löschen. Dann zu der Frage, wie kann ich die Einreichungen wieder löschen? Sie haben also hier jeweils die Möglichkeit, einzelne oder alle Teilnehmer zu markieren und
sie wieder zu entfernen und damit werden eben auch die Einreichungen gelöscht, die da im Hintergrund irgendwo liegen. Diese Dateien liegen auf dem Server in einem bestimmten Verzeichnis, aber es liegt sozusagen da, wo auch das Ilias liegt. Jede Ilias-Installation hat ein eigenes Datenverzeichnis, in dem die Daten hier landen. Wir haben verschiedene Sponsoren für ja, einfach Hosting-Kapazität und auch verschiedene Ilias-Service-Provider, die diese Server dann betreuen. Teilweise spenden die Ilias-Service-Provider die Server auch selbst. Das könnte dann zum Beispiel ein Server der Databay AG sein oder der Lifehouse GmbH oder von einem ja, großen Telekommunikationsanbieter so in Deutschland. Ja, auf dem jeweiligen Server, das können wir jetzt nicht pauschal beantworten. Sie können jeweils natürlich ne, anfragen, wo liegen denn meine Daten? Dann stellen wir da gerne den Kontakt her zu dem Ilias Service Provider, der Sie jetzt betreut. Und da, ja, also Thema Daten, ne, bekommen Sie dann alle Fragen beantwortet so und können auch AVVs abschließen und was so nach DSGVO dazugehört. Ne? Also das, auch wenn es jetzt irgendwie kostenlos ist, die vertraglichen Sachen können Sie trotzdem ganz normal regeln. Genau, ich hätte noch einen Themenvorschlag, und zwar ist ja Ihre Installation jetzt erstmal leer. Wenn Sie da ins Magazin gucken, ist da nichts drin und wir haben eine Demo-Installation, die, denke ich, die meisten von Ihnen vielleicht auch schon gesehen haben. Genau, so sieht Ihr Magazin momentan aus. Sie können natürlich jetzt anfangen und hier selbst Kategorien und Kurse und so weiter anlegen und sich da so ein bisschen autodidaktisch durcharbeiten. Und ich denke, dass Sie da sehr weit kommen werden. Ne? Also was man häufig macht, ist, dass man auf oberster Ebene mit Kategorien irgendwie anfängt und in die Kategorien kann man dann wieder Kurse reinlegen. Sie können auch Objekte, nachdem Sie sie einmal angelegt haben, können Sie danach auch verschieben. Also ne, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Sie können jetzt erstmal 10 Kurse anlegen hier auf oberster Ebene. Dann merken Sie irgendwann, ist die Liste zu lang. Sie machen dann Kategorien und können die Kurse in die Kategorien schieben. Es gibt so eine bestimmte Hierarchie. Ich zeig's, ich zeig's. Ja, genau, gerne. Ja, also das Magazin kann man also durch Kategorien aufteilen. Eventuell treibt man das dann auch noch weiter. Das ist also beliebig verschachtelbar, wobei ich Ihnen davon abraten möchte, allzu tiefe und lange Klickwege zu erstellen. Irgendwann fängt man dann an, eben mit Kursen oder Gruppen zu arbeiten. Das ist im Prinzip recht weitgehend austauschbar. Es gibt so ein paar Dinge, die der Kurs mehr kann. Ich habe das hier mal so zusammengefasst unter erweiterte didaktische Möglichkeiten. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, jemand kommt in den Kurs rein, muss erstmal einen Einstiegstest ausfüllen und der Test sagt einem dann, dieser Teil des Kurses, den musst du dir noch angucken, weil er durch dein Vorwissen noch nicht abgedeckt ist und das hier kannst du links liegen lassen. Innerhalb des Kurses und der Gruppe lässt sich dann auch beliebig weiter verschachteln. Ja, wenn Sie zum Beispiel Ihre Kursmitglieder in Gruppen weiter unterteilen wollen, ist auch das möglich. Es gibt also auf der Ebene dann diese beiden Objekttypen Gruppe und Ordner und die kann man beliebig ineinander verschachteln. Das war das, was du zeigen wolltest, Colin, oder? Genau, also das wär jetzt erstmal, wenn, ne, wenn Sie das selbst zu Fuß ausprobieren wollen. Wir haben Ihnen auf der Demo-Installation auch so ein paar Beispiele zur Verfügung gestellt und versuchen die auch noch weiter zu erweitern. Also da können Sie gerne ab und zu mal vorbeischauen. Wird sich jetzt nicht täglich ändern, aber vielleicht so von Woche zu Woche. Vielleicht kannst du mal kurz zeigen, wie man sich auf der Demo-Installation so ein Beispiel herunterladen und auf seiner eigenen Installation importieren kann. Weil das wäre etwas, was wir Ihnen gerne halt anbieten wollen, dass Sie sich da ein Beispiel aussuchen können und das dann importieren können. Dann würde ich vielleicht fast schon zum Abschluss kommen und noch was Abschließendes sagen. So, also man hört mich, ja, genau. Hier haben wir verschiedene Dinge vorbereitet, zum Beispiel mal eine Struktur, wo man die Klassen als Kurse abbildet
und innerhalb der Kurse dann die Fächer als Gruppen. Ja, vielleicht erkennen Sie da so ein bisschen wieder, was ich gerade gezeigt hatte. Wenn man jetzt sagt, okay, sowas könnten wir brauchen, gibt es also hier oben drüber immer die Möglichkeit, sich das herunterzuladen. Das ist dann eine ZIP-Datei. Die hat zugegeben einen ziemlich kryptischen Namen. Ich bitte Sie trotzdem dringend, benennen Sie die nicht um. Sonst wird das mit dem Import nicht klappen. Ich lade mir die jetzt mal runter. Gehe dann wieder in irgendeine Ilias-Installation. Es kann auch dieselbe hier sein. Und sage jetzt, ich möchte eine Kategorie anlegen. Und Sie sehen hier übrigens auch immer, als was muss ich diese Struktur dann importieren. Und dann mache ich das hier jetzt einfach mal, indem ich eine Kategorie hinzufüge, aber in diesem Fall eben nicht zu Fuß sozusagen, sondern ich importiere etwas, was bereits fertig gebaut ist, wähle die gerade runtergeladene Datei von meinem lokalen Rechner aus und klicke auf Importieren. Kann dann vielleicht auch mal ein paar Sekunden dauern, ne, aber im Grunde haben wir da nicht viel drin außer Struktur. Trotzdem muss natürlich Ilias in seinen ganzen Datenbanken jetzt erstmal Einträge machen und deswegen kann das auch mal so ein bisschen dauern. Ansonsten kannst du ja vielleicht schon mal deine Abmoderation beginnen. Ja, vielen Dank, dass so viele Teilnehmer da waren. Ich sehe, dass zwar noch auf Fragen eingehen. Ich bin aber ein Freund davon, pünktlich irgendwie Schluss zu machen. Aber vielleicht bleiben Sie noch trotzdem noch die 5 Minuten. Genau. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir einfach auch nochmal ein Webinar machen und da dann auch gerne Anregungen und Themen sammeln. Florian, ich würde vorschlagen, dass wir im Support-Forum ein Thread aufmachen und ich weiß jetzt nicht, ob du noch mal Lust hast, ein Webinar zu machen oder jemand anders, können wir noch mal überlegen. Aber dass wir irgendwie da ein Thread aufmachen und vielleicht einmal Themen sammeln, die wir uns vorstellen könnten und Sie können natürlich dann auch Fragen ergänzen. Das wäre das eine. Genau, und dann hatte ich noch ein paar Themen. Wir brauchen Ihre Unterstützung, habe ich mir hier notiert. Genau. Wir wollen einfach so möglichst vielen Schulen helfen, weil wir jetzt hier auch wirklich sehr viel Zeit und Herzblut reingesteckt haben und haben momentan tatsächlich noch Hosting-Kapazität für mindestens 13, maximal 35 weitere Schulen aktuell. Wir schauen, dass wir auch noch mehr Hosting-Kapazität bekommen. Jetzt momentan, wir sind quasi auf der Suche nach weiteren Schulen. Die das irgendwie gut gebrauchen können. Machen Sie da gerne irgendwie Werbung in Anführungsstrichen oder verbreiten Sie gerne die Kunde. Das kostenlose Hosting, wie gesagt, das ist bis Ende September geplant. Danach gibt es auch einen kostenlosen Exit auf verschiedenen Möglichkeiten oder dass Sie das weiter betreiben können. Genau. Dann können Sie uns ganz unterschiedlich, glaube ich, unterstützen. Das eine ist, wir sind auf der Suche nach Bildungsnetzwerken, die unsere Initiative bekannt machen können. Dann suchen wir Sponsoren für Hosting-Kapazität. Ja, also irgendwie, wenn da jemand einen guten Draht hat zu Host Europe oder so, dann gerne den Kontakt herstellen. Die Voraussetzung wäre halt, wie gesagt, dass wir Hosting-Kapazität bis Ende September gestellt bekommen. Und es müsste halt schon irgendwie von einem namhaften Unternehmen sein. Also da nehmen wir jetzt keinen privat betriebenen Server. So, haben Sie sicherlich verstehen, also das macht sicherlich Sinn auch für Sie. So, das Dritte ist, wir sind auf der Suche nach Kontakten zu Bildungsstiftungen. Für
ja, einfach eine Anschubfinanzierung. Wenn wir einfach auch Geldmittel hätten, dann könnten wir auch umgekehrt zum Beispiel zu Host Europe hingehen und sagen einfach, okay, wir brauchen jetzt kein Sponsoring von euch, sondern wir mieten uns einfach die Kapazität. Ansonsten Kooperationspartner, die vielleicht irgendwie sich vorstellen könnten, kostenlose Headsets, Webcams oder so zur Verfügung zu stellen, dass wir da irgendwie vielleicht dann auch das mit in unser Angebot aufnehmen können oder Kooperationspartner, die vielleicht Webinare für Lehrer anbieten. Also da wäre jetzt, wie man Online-Unterricht sonst noch gestalten kann oder was noch jetzt einfach gerade relevant ist, dass wir das so ein bisschen abrunden können. Genau, all das, da können Sie uns gerne helfen, damit wir hier da quasi das einfach dann nochmal eine Nummer größer machen können. Wir haben jetzt innerhalb von 3 Tagen quasi 15 Schulen mit einem Ilias versorgt und würden gerne in dem Tempo quasi weitermachen und genau in so eine zweite Runde gehen.